Genau, eine letzte Aufnahme für heute. Genau, die letzte Folge, Aufnahmefolge für heute bei In Reihe. Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Space Engineers. Nein, Quatsch, Moment. Bei Satisfactory im Nerd-Zeitalter natürlich. Bei dem befriedigenden Space Engineers, also Satisfactory. Genau, auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Ja, wir stehen hier gerade bei unserer Stromproduktion rum, weil wir haben gerade witzigerweise immer wieder Ausfälle wegen anscheinend Spannungsspitzen oder irgendeiner Kacke. Wahrscheinlich sind dafür die Batterien gut. Erinnerst du dich? Du hattest ja irgendwie gemeint, wofür sind die Batterien gut? Die Batterien wurden aber vom Chat relativ kritisch beäugt. Hallo YouTube, grüß dich der Chat. Ich glaube, was euer Fehler ist, dass ihr, schreibt der Chat gerade, hallo Riui. Die Capacity, die Max-Produktion ist, die mögliche Max-Kunst. Also, es ist nicht die Kapazität, die ihr habt zur Verfügung. Mhm. Also, dass Kapazität nicht Capacity ist, glaube ich, der Denkfehler. Genau. Okay, ja. Also kurzum, wir brauchen einfach mehr, wie immer. Ihr braucht Konsum. Konsum ist das, was ihr verbraucht. Und Capacity ist halt, was möglich ist, wenn der Max-Konsum da ist. Das heißt, wir haben gerade eine Capacity von 900 Megawatt mit Produktion von 709. Dann hast du... Okay. Was hast du an Konsum? 500. Nee, Konsum 600. Jetzt hast du 500 gerade. Ja, genau, aber du hast ja nach der Capacity gefragt, die ist bei 900. Ja, aber auch nur, wenn die ganzen Biobrenner noch zusätzlich an sind. Genau. Was jetzt gerade der Fall ist. Markus, wir müssen jetzt leider Gottes einen langen und beschwerlichen Weg auf uns nehmen. Das wirst du befürchten, dass wir das jetzt tun müssen. So, und müssen dann eigentlich, also wir kommen wieder nicht zum Öl. Nee, wir kommen nicht zum Öl, aber weißt du, wo wir jetzt auch noch nicht dazu gekommen sind? Juhui. Zum Intro. Max-Konsum ist der Verbrauch, wenn alle Anlagen laufen würden. Was so, war Intro. Ja, ich habe so schwer zu Ich habe nicht zugehört. Ich habe noch ein Löcher. Ich habe einfach nicht zugehört. Mehr Kultur. Ist meine erste Sprache im Chat, Intro. Sehr gut. Wäre ich jetzt vorsichtig mit der Aussage, steile These. Alles schön. Okay, ja, Sven, schwerer, beschaulicher Weg. Ich habe zufälligerweise immer noch genug Material in der Tasche, um eine Ölpumpe zu bauen. Ja, aber die Ölpumpe bringt uns gerade nichts, weil wir die nicht angeschlossen kriegen, weil wir nicht genügend Strom produzieren. Richtig. Wobei, das können wir zur Not noch irgendwie dadurch mitigieren, dass wir da wieder irgendwie mit einem lokalen Biobrenner vor Ort irgendwie auf den Tritt helfen. Ja, aber das hilft uns ja nicht. Ja, wir brauchen doch dann eher noch ein Ölkraftwerk, oder? Oder geht es dann auch ins Kohlekraftwerk rein? Nee, nein. Ölkraftwerke gibt's nicht. Ölkraftwerke haben wir nicht. Ja, dann ist aber doch die ganz spannende... Wir haben einen Kohlegenerator. Ganz, ganz aktiv ein Kohlegenerator. Genau. Also hier kommt die Empfehlung aus dem Chat, dass ihr die Stromgeneratoren overclocken sollt. Okay, top. Die ist gekauft, die Empfehlung. Die ist sofort gekauft. Gib mir die Schnecken. Ich mach Energiezellen draus. So, wo haben wir so? 8 blaue... Ist er denn hier? Und Zenum fragt, ob ihr Treibstoffgeneratoren habt. Nö, haben wir noch nicht. Treibstoffgeneratoren? Wir haben Biomasse, wir haben Kohlegeneratoren und wir haben Energiespeicher auf der Stufe, auf der wir uns gerade bewegen. Ja, das heißt, dann bringt uns das auch nichts, jetzt irgendwie was anderes zu. Ah, das heißt, wir müssen hier noch erforschen. Ja, aber wir kommen ja gar nicht weiter, weil wir Plastik brauchen, um jeden weiteren Schritt in den Meilensteinen hier überhaupt zu schaffen. Brauchen wir ja Plastik für. Dafür brauchen wir Öl. Ich habe jetzt 8 Energiezellen. Das heißt, ich stopfe jetzt erstmal per se in jedes der Kohlekraftwerke da unten eine rein. Und dann die anderen zwei. Ach stimmt, auf der anderen Seite haben wir auch noch 2 Kohlekraftwerke. Dann stopfe ich die einfach alle erstmal jeweils mit einem Upgrade aus. Nee, also, die 6 hier unten. Glock die doch einfach so weit wie möglich erstmal. Nochmal, ich gebe jetzt 7-1. Ja. Weil dann ist das Wesen ein bisschen redundant overclockt. Dann produziert nämlich jedes einzelne mehr. Und das ist, glaube ich, besser, als wenn dann irgendwie eins aus welchem Grund auch immer ausfällt. Okay. Was? Also, wenn du die Kohlekraftwerke overclockst, habe ich schon, dass die dann noch mehr Kohle und mehr Wasser wollen. Das ist richtig, aber Wasser haben wir auf jeden Fall Überschuss und die Kohleförderbänder stehen hier auch alle. Also okay, ja, der Chat achtet nur drauf.
Ja, ja, klar, es ist vollkommen richtig. Also natürlich. Nicht gänzlich. Weswegen es vielleicht auch gar nicht so doof ist, jedes Kohlekraftwerk erstmal um 1 zu overclocken. Genau. Warte mal. Okay, wir könnten natürlich. Okay, warte. Ich hab da eine Idee. Ich schon wieder Angst? Meiner MK2, weil ich sehe, dass da nämlich hier gerade richtig rausläuft. Und ich brauche dafür einen mobilen Miner. Sind in der Kiste hinten neben der Werkstatt. Ja. Okay. Du meinst die Kohlemeiner noch zu erhöhen durch auf 2? Den einen Kohlemeiler. Nein, den einen Kohlemeiner haue ich hoch. Mhm. Und deswegen solltest du oben nicht overclocken, weil dann müssen wir den Kohlemeiner halt auch overclocken. Also beziehungsweise auf eine Stufe 2 erhöhen. Müssen wir wirklich? Warte mal, ich guck mal. Weil das ist da oben ist am Limit. Lass mich mal gucken, wie der aussieht. Oh, wenn dieser Fabrikwagen nicht alle Sekunden irgendwie eine Pirouette hinlegen würde. Ich habe Stecherüberreste gekriegt. Ja, dann nimm's. Und ich habe doch einen mobilen Miner. Was hat der denn gerade gemeckert? Nee, dann brauchst du 2. Du brauchst 2. Warte mal, haben wir hier noch irgendwo? Wo ist denn jetzt noch eine Kiste? Da ist noch eine Kiste. Da ist einer. So. Ja, genau. Batterien, Pufferspitzen. Das habe ich mir auch gedacht, dass sie im Grunde genommen so funktionieren wie Kondensatoren in der elektrischen Schaltung. Und dann sind die tatsächlich gar nicht so doof zu haben. So, warte anyways. Strom. Was brauche ich nochmal für den Energiespeicher? Ach, die könnte ich bauen. Da habe ich genügend Zeug dabei. Okay. Sven, ich glaube nicht, dass die Kohle für das Überglocken der beiden Kohlekraftwerke ein Problem ist, weil der Container, den wir da haben, ist voll. Das Band steht. Ja, okay. Also kurzum, die beide jetzt irgendwie um 50% zu erhöhen, sollte uns nicht wehtun. Hoffe ich. Okay. Halt einen Kohlegenerator. Ich will einen weiteren Miner. Achso, und damit haben wir jetzt eine Produktion von 900 Megawatt. So, jetzt haben wir hier. Und Konsum gammelt irgendwo zwischen 500 und 720, hat er gerade sogar schon mal kurzzeitig gehabt. Warum produziert jetzt das Kohleteil hier nicht mehr? Ich weiß nicht, warum das Kohleteil nicht mehr produziert. Es hat irgendwie das Band nicht richtig angeschlossen durchs Neubauen. Ja. Toll, in dem Moment, wo ich es abbaue, kommt auf einmal die Kohle. Lol. Das ist halt jetzt echt ein Witz, ne? Ich möchte euch nochmal mitteilen, dass bevor ihr, also in dieser Folge werden wir noch den letzten Stream Key sozusagen raushauen. Das wird dann diesmal Corekeeper sein. Und genau. Ich würde sagen, in einer Viertelstunde machen wir den. Ja. Sven, Chris dachte, dass der Dings kurz anlaufen muss. Du musst geduldiger sein. Ich bin aber nicht geduldig. Das weiß er doch. Stimmt, wie kann er das von mir erwarten? Sei Svens Nemesis, Geduld. Boah. Das ist. Okay, also kurzum, wir haben. Hier sind Gespenster. Wie sieht es jetzt mit der Forschung aus? Was haben wir denn jetzt hier so alles Feines gehabt? Okay, das können wir, glaube ich, erforschen. Ich kann mich jetzt einfach erstmal ein bisschen Forschung, bis wir. Also Feldi mag die Batterien, die haben aber nur eine maximale Ausgabe von 100 Megawatt. Also wenn ihr einen Pegel viele habt, von bauen. Ich weiß nicht, ob die kumulativ funktionieren. Ja, eure Peaks, weißt du? Okay. Wenn die Peaks sozusagen über 100 Megawatt sind, dann kann die Batterie den Kondensator artig nicht auffangen. Und das ist eine Frage an euch, sind die Batterien kumulativ, könnte man theoretisch eine mehrere hintereinander schalten? Das probiere ich gerade. Stahlrahmen auch natürlich. Und 45 Dings. Ich brauche Rahmen und Kabels. Und ja, die Batterien kann man also in Reihe schalten. Mhm. Naja, zwischen in Reihe und parallel schalten gibt es hier in dem Spiel keinen Unterschied. Der Stromfluss muss einfach gewährleistet sein, Ende. Ja, aber es wäre ja, also gut, dann ist das ja meine Frage. Es gibt keinen Unterschied.
Das ist ja. Ach so, okay. Ah, das war man könnte ja sozusagen, also wenn du diese Parallelität schaltest, haben sie ja alle nur 100 Megawatt. Wenn das nicht kumuliert, ne? Dann ändert sich ja nicht die Wattzahl, wenn es ein Parallel schaltet. Ja, so einfach ist es aber nicht, weil du verteilst ja dann nein, auch die jede, Last. Jede von denen fängt halt 100 Megawatt ab. Fertig. Das quasi. Ach, 10 Batterien können 1000 Megawatt speichern. Okay, ja. Wow, ja, dann. 25 an. Aber ich dachte halt, das vielleicht habe ich aber einen Denkfehler. So. Wenn die in Reihe geschaltet werden, sozusagen, dachte ich, dann fängt die erste 100 ab und wenn die nicht mehr funktioniert, dann geht die zweite an. Oder wenn die voll ist oder sowas. Aber das. Ja. So. Okay. Haben Denkfehler wahrscheinlich. Sven baut noch ein paar Batterien. So, damit wir Spannungsspitzen abfangen können. Was mal hasse? Du kannst gerne mitmachen, Acker. Okay, hier fangen tatsächlich mal so langsam an, sich Sachen zurückzustauen wieder. Das ist doch schon mal ein Anfang. So. So, jetzt habe ich auch genug Stahlraum, um die Produktion, um die Forschung zu starten. Ah, danke, Escort. So. So. Also mal ganz doof, wenn wir jetzt bei ganz klassischen Batterien bleiben. Wenn wir jetzt so eine ganz normale Mikrobatterie nehmen, die hat 1,5 Volt, aber hängt ja zwei hintereinander in Reihe, dann habe ich in Summe 3 Volt, aber mit denselben Milliampere-Stunden, wie eine Batterie Milliampere-Stunden hat. Wenn ich die Batterien parallel schalte, dann habe ich zwar nur die 1,5 Volt, aber dafür die doppelte Anzahl an Milliampere-Stunden, weil ich jetzt im Grunde genommen die Kapazität beider Batterien zur Verfügung habe. So funktioniert es zumindest im echten Leben. Ja. Hashtag Bildungsauftrag erfüllt. So, dann starten wir mal der Trafe. Seid ihr stark klar? Corekeeper, der Bock drauf hat. Genau, Corekeeper, Leute. Corekeeper, gutes Spiel, hat uns viel, viel Spaß gemacht. Super cute, super tolle Welt, hat ganz viel, also ein sehr engagiertes Entwicklerteam dahinter, die wirklich Halloween-Content, ständig richtigen Content, jetzt Weihnachts-Content machen. Das ist wirklich sehr schön. Ich habe das jetzt mal geöffnet für euch. Also Ausrufezeichen Core, C-O-R-E. Die Groß- und Kleinschreibung ist wichtig an der Stelle. Devonmord, die Groß- und Kleinschreibung musst du noch machen. Ihr seid nur dabei, wenn ihr das richtig schreibt, genau. So, jetzt brauche ich noch 4 Dings und 10 Dings. Und was ansonsten noch für Dings, Markus? Noch ein paar Dings vielleicht. Ich muss das C groß schreiben. Aber der erste. Und dann. Ehrlich. Why da. Have you failed me? Warum hast du überhaupt Groß-Kleinschreibung reingemacht? Weil ich nicht dran gedacht habe, dass es das in dem Moment bei NZA und bei. SE haben wir auch SE alles groß und ne, aber es ist halt jetzt Sensitive Case, ich weiß nicht wieso. Ja, verstehe. Und ich werde alles einschreiben, das brauche ich mit Helium und Biomasse. Okay. Okay. Haben wir Mycelium? Sven, hast du irgendwo ein Mycel rumhängen? An Stellen, womit ich normalerweise zum Arzt gehen sollte. Das tut nein, mir leid. Also eigentlich, wenn ich welches hatte, dann ist das tatsächlich in der Kiste in der Basis. Da ist kein Mycelium drin. Dann hatte ich keins. Okay, dann hatten wir noch keins. Alles schön, gut, dass wir das geklärt haben. Oh Gott. Oder auch das. Oh, Acker hat die Punkte raus. Eieieiei. Ja, Hallöchen, Gönnung. Ja, die hat spart die Punkte, die will mich töten, wenn ich irgendwann mal das Bauchbändchen aktiviere. Naja, es sind ja noch 6 offen, Ben. Ach, halt die Backen. So lange bis Sporty Sven kommt, Sporty Sven wird halt so einfach nicht kommen. Ja. Also du da kannst das von mir aus gerne einstellen, ne? Aber mir kommen keine Kabel mehr an. Warum werden denn hier keine Kabel mehr gelagert? Junge!
weil wir mittlerweile die ganzen Kabel, die wir produzieren, schon wieder verwursten. Und das, obwohl ich schon mittlerweile zwei Konstruktoren dazu gebaut habe, die halt auch alle Kabel produzieren. Ja, ja. Kabel bauen. Also eigentlich hier in der Kiste hatte ich eigentlich gehofft, dass hier mal irgendwie was zusammenläuft, aber tatsächlich werden die alle komplett... Von Sven geklaut. Nee, nicht von Sven geklaut. Die werden alle komplett hier zum Produzieren von automatischer Verkabelung irgendwie aufgeknuspert. Hallo Maler 05. An die Batterien kann man zwei Kabel anschließen. Ja, okay. Plus minus, oder? Okay. Das probiere ich gleich mal. So, ich jag mal hier mal schnell das Zeug durch. Das sollte ein bisschen Dings bringen. So, und dann schmeiß ich jetzt einfach mal drei von dieser automatischen Verkabelung einfach mal direkt irgendwie in den Schredder, weil... Lester Raffel für Corekeeper. Oh. Ausrufezeichen groß C-O-R-E. Core zum Mitmachen. Ja. Gönnt euch dieses wundervolle, schöne Spiel. Ausrufezeichen Core. Hashtag Gönnung. Ne, Moment. Lass jetzt nicht Hashtag schreiben. Hashtag Gönjamin. Ah, auch schön, auch schön. Macht den Gönjamin und gönnt euch. Corekeeper. Hä? Ja, Glühen, Mama, mach ich mir auch gleich. Lülü? Ja, Glühen. Ja, genau, Lülü. Ich habe mir extra den Glühen von der Oaka mitgenommen, die hat dann, muss dann was anderes trinken. Die hat den Honig mit und ach, keine Ahnung. So, bei zweiter Mal. Okay, also die automatische Verkabelung gibt aber auf jeden Fall schon mal ganz gut Punkte rein. Das ist schön. Ja, wir beliefern ja auch jetzt ordentlich mal die Anlagen. Ich meine, schau dir mal an, wie die gerade ausgelastet sind. Ja, es ist immer noch nicht 100%, aber wir das sind nah dran. Das wird schon, 4, 3, 2, 1, letzte Chance, vorbei. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn es nicht angeht. Es gewinnt die Oaka! What the fuck? Die Lucky Oaka. Geil, das freut mich ja. Okay, krass. Ja, herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Lucky, sie extra fragt. Amazing Balls, ganz genau. Herzlichen Glückwunsch, meine Liebe. Du hast Corekeeper gewonnen. Und den Link mit dem Key schicke ich dir direkt zu. Soll ich den dir auf Discord oder auf Twitch zuschicken? Ach, ich schicke ihn dir auf Twitch, wie bei allen. So. Ja, krass. Plüsti. Ach, da sind schon vier dran. Okay. Sven, nur anders. So eine Frage. Du hast noch Hashtag Tasse auf dem Schirm, ne? Ja. Es ist, muss auf alles. Ja, weil, wie gesagt, wir hatten eine für Stream und eine für Discord. Ja. Und bevor wir, Markus, ich würde das in den Übergang machen. Jo, okay. Weißt du, also, wenn wir die Aufnahme fertig haben, dann machen wir das nochmal. Sven? Ja? Was ist gerade mit dem Spiel los? Ruckt es bei dir gerade auch so übel? Nee, die ruckt nicht. Der Stream ist fließend, flüssig, alles fein. Bei mir hängt es gerade richtig brutal. Der Hunter schreibt, das war mal das Weihnachtsgeschenk von Ben an Oaka, merkt es nicht. Ja, genau. Das war's. Thema ist durch. Weihnachten gerettet, ja, okay. Ich würde mal ganz kurz die Aufnahme unterbrechen und das Spiel mal neu joinen, in der Hoffnung, dass es hilft. Bis gleich. Ja, wie vermutet, einmal reconnect und schon geht die Kiste wieder. Okay. Hallo Kosra. Nee, Kosra, schön, dass du bei uns schreibst. Sven, der User Kosra schreibt, dass die Akkus haben zwei Anschlüsse in einem. Du kannst hier also dadurch sozusagen in Reihe schalten. Ach so, okay. Toll, und ich bin hier gerade runtergefallen und mal gucken, ob ich hier wieder hochkomme. Nein. 50 Katerium Barren. Du musst ein Dings bauen wahrscheinlich. Achso, ich wollte jetzt was ganz anderes erstmal machen. Halt nicht runter, Sven. Ja, ich gebe mir Mühe. So. Ich verstehe. Okay. Das heißt... Warte mal. Sven? Ja? In der Kiste neben der Werkbank liegt jetzt ein Exoskelett für dich. Okay. Das macht mich schneller, ne? Schätze ich mal. Ich guck mal grad. Okay. So. Dann machen wir das mal hier richtig. So. Auf jeden Fall kannst du krasser springen damit, glaube ich.
oder? So, wieso? Nee, so geht es nicht. So, das geht das? Schon zwei dran. Okay. Da sind ja schon zwei dran. Das wäre jetzt der dritte Sven. So. Und die ist dann jetzt hier irgendwie einzeln und ist noch nicht richtig angeschlossen. So. Okay. Nur so zur Info, unser Eisenkram kommt immer noch nicht mit dem Verbrauch hinterher. Also andersrum. Der ist immer noch krasser, als wir verbrauchen. Hab ich nicht gelesen, aber kein Entschuldig. Okay. Ich weiß nicht, ob das so groß los ist. Also jetzt haben wir eine Abgabe Capacity von. Machst du ja schon mal Batterien gebaut, Sven? Irgendwann? Ja. Ja, hab ich. Unten bei den Kohlemeilern. Ah. Und ja, im Moment laden und entladen die sich halt einfach instant. Kann man da noch irgendwas dran machen? Warum jetzt Batterien, wenn man keinen Strom-Overflow hat in dem Sinne? Ja, das ist echt spannend, weil ihr habt ja keinen übrigen Strom übrig. Wie wollt ihr also die Batterien laden? Wieso haben wir keinen Strom übrig? Ja, weil ihr doch Ausfälle habt. Also muss es doch irgendwo. Also dann muss eure Stromrechnung rein. Wir haben keine Ausfälle mehr. Okay. Ja, weil Biomasse-Generatoren gerade mitlaufen. Da müsstet ihr ja auch Strom übrig haben. So, mal den hier. Zwei schwupp und schwupp und dann schalten wir hier mal kurz zwei an. So. Okay, und du kriegst hier auch nochmal 200 und du gehst auch instant an. Warte mal, ihr zwei seid, glaube ich, beide an. Okay. Genau. Und es passiert exakt dasselbe. Er speichert und gibt sofort wieder ab. Das konnte ich hier auch beobachten. Sobald man irgendwie eine Schwankung hat. Verstehe ich nicht. Ja, wahrscheinlich braucht es einfach noch mehr Strom. Markus, bei wie viel Minute sind wir denn im Dings? Wir sind jetzt bei Minute 22. Ach, ja, wir haben noch ein kleines bisschen. Ja, gut. Gut. Ich lasse das jetzt hier einfach mal laufen. Ende. Ich lasse das jetzt hier mal laufen. Und guck mal, die Kohleproduktion von hier unten, naja, steht schon häufiger mal. Das heißt, in der Theorie... War hier irgendwie, interessant ist ja, auf der linken Seite ist ja, glaube ich, die aktuelle Batterie. Auf der rechten Seite gibt es ja noch sowas, kannst du ausklappen. Oh, Wasser. Was? Markus, deswegen gibt es hier Probleme. Weil das Wasser schon wieder schwankt? Ja. Und Wasser mache ich da jetzt? Naja, wir bauen einen... Genau, das Wasser ist alle, ganz genau. Ich nehme mal Zeug vorher mit. Wir bauen hinten nochmal zwei Wasserpumpen ran. Und bauen zweistöckig Wasserrohre. Fertig. Was anderes fällt mir dazu nicht ein. Okay, das ist ein Plan. No? Und vielleicht nochmal irgendwo Wasserspeicher, hä? Wie sieht das aus? Es gehen tatsächlich drei Dings aus. Pass mal auf, ich schalte dich mal hier kurz aus. Da kannst du nämlich voll laufen. Und die Leitungen kann voll laufen. Weil wenn ihr eh die ganze Zeit aus und wieder eingeht und das Netz dabei nicht stirbt, dann ist es gerade tatsächlich nicht schlimm. So. Ach, es kann natürlich sein, dass die... Okay, gucken wir gleich mal. Ja, es ist exakt das. Jetzt geben hier die Batterien ordentlich ab. So. Schalte ich hier mal an.
Und ja, das Wasser hier hinten, ja, das Wasser reicht nicht. Ja. Okay, dann brauchen wir Wasser. Und deswegen springen nämlich die Batterien gerade von Laden auf Nichtladen, auf Laden, auf Nichtladen. Ja. Die Peaks nämlich. Ne, die Pumpen können wir nicht overclocken, weil die Pumpen bereits so gebaut sind, dass sie ein Rohr komplett befüllen. So, deswegen können wir die nicht overclocken, weil durch die Rohre gehen schon nicht mehr. Ja, das ist, das bietet unglaublich Chancen auf schlechte Wortwitze. Ja. Wenn das Wasser nicht mehr geht, Wasser macht er da, Wasser will zum Beispiel. Oder Wasser lassen. So. Okay, dann gucke ich mal, was ich noch für eine Wasserpumpe brauche. Logistik? Nee. Produktion. Wo ist sie denn? Der Wasserextraktor. Kann ich bauen. Okay, sehr gut. Liebe Leute, geht heute Nacht nicht raus. Morgen vorsichtig sein, es wird glatt, sagt der Chris. Liebe Leute. Ja, oh ja. Es wird morgen Eisregen geben. Oh Gott. Das wird richtig. Ich bin nicht heute gefahren. Das war die richtige Entscheidung, heute zu fahren. Am Ende spielt er noch Musik. So, warte mal, wo war das Exoskelett? Den hat ja, glaube ich, hier keiner verstanden. Naja, das war schlecht. Hab ich ja überhört, Markus. Überhört. Achso, wohl wollen wir hören. You should feel bad. So. Okay, gucken wir mal, wo er für mich das Dings gelassen hat. Das passiert nicht, Seno. Nee. Okay, da ist ein Dingswagen drin. Hier. Ach was, die Schuhe fallen sogar aus in Niedersachsen. Das ist ja crazy. Was? Was? Echt? Weil sozusagen. Boah, die finde ich. Die können ja immer so spielen, wenn es wirklich draußen geregnet hat und die Straßen spiegelglatt sind, dann muss ich zum nächsten Berg. Da hätte ich voll Bock drauf. Bevor die Straßendings kommt, möchte ich da den ganzen Berg runterrutschen. Geht euch nicht so? Also klar, ja, gefährlich, da, aber spielen? Warum? Ja, weil der Sport schon irgendwie. Was machst du gerade, Markus? Ich weiß nicht, was mit dem Rohr gerade nicht stimmt. Ich habe irgendwie den Baumodus wohl geändert. Und warum machst du das so? Weil es nicht warum, anders geht. Natürlich geht das anders. Wieder? Danke. So, warte mal. Ich probiere mich einfach. Logistik. Ja, stapelbare Pipeline, so. Das recht, die haben wir mittlerweile. Wir haben doch genau. Aber dafür müssen wir die jetzt alle neu setzen. Und zwar auch die bestehenden. Boah, haben die keine LK2-Rohre? Nein. Okay. Nö, haben wir nicht. Okay. Nee, okay, dann muss es halt mit zwei Rohren gehen. Ist halt kacke, aber dann. Ja, Malam, das hab ich denen auch schon gesagt, Malam. Kraftwerke abreißen und in der Nähe des Wassers aufbauen, nicht bei der Kohle. Kohle ist transportabel, ja, das war Wasser halt nicht. Jetzt nicht machen, sonst bauen wir halt. Das muss mal der zwischen den Folgen Sven machen. Okay. Oh. Da bin ich halt sehr, sehr lange mit beschäftigt. So, dann würde ich sagen, wie machen wir das am blödesten? Trennen wir einfach mal, So, okay, wir haben knapp 30 Minuten. Also, verknoten wir jetzt das verbotene Smiley. Was ist das verbotene Smiley? Das verbotene Smiley ist eine Katze von hinten. Auf einer Tasse. Wir verlosen Tassen. Sehr unspektakulär. Wir verlosen Tassen. Das mache ich. Da steht, was ihr machen müsst. Für eine Tasse vom Nerdfest, Alter. Mit Logo drauf. Und den verbotenen Smiley, was dann nur ihr kennt. Könnt ihr ausgerufen Tassen machen. Wir schicken es euch zu. Ja, für einen kleinen Hinweis, ist natürlich klar, dass wir dann die Adresse des Gewinners benötigen, damit wir das postalisch zustellen können. Genau. So ich kann dich auch irgendwo zum Postfach oder so. Alles völlig egal. Ihr gebt eine Adresse, ihr schickt ein. Ich muss nicht
Das ist mir völlig egal. Wenn es dann nicht ankommt, dann ist es schade, Schokolade. So, die Frage ist jetzt nur... hier runter? Okay. Egal, ich nehme das jetzt. Du brauchst aber nochmal deine Adresse. Habe ich. Ich habe die schon. So, gut. Das Problem ist jetzt natürlich, es läuft uns da, während der eine Wasserspeicher langsam voll läuft, läuft der andere langsam leer. Ja, aber doch, nee, hat irgendwie immer was im Pi mal Daumen. Nee, nee, 200, 290, 200. Ja, doch, das nimmt jetzt ab. Ja, Hansa, man kennt dich. Hier im Stream, das ist ja ganze Arbeit. Das ist deine Pünktlichkeit, deine Präsenz, dein Wortwitz, das ist ja alles wichtig. Butterhundsyndrom, kenne ich. So, Ausrufezeichen Tasse für eine geile Tasse vom Nerd, Alter. Justin, schreib mal Ausrufezeichen Tasse, großes T. So, also, ja gut, die Kamera verpixelt gerade ein bisschen, weil es ein wenig... Da ist ein Grünstich drin wahrscheinlich. Nee, nicht Grünstich. Die Kamera hat es halt einfach irgendwie wegen der Überstrahlung ein bisschen verpixelt. Ja, und wie gesagt, hier hinten, Ben hat es schon erwähnt, das verbotene Emote, das hat uns Twitch nicht durchgehen lassen, weil darauf ist Nacktheit und sexuelle Inhalte zu sehen. Das erkennt ihr hier sofort. Jetzt hat ein Punkt und dieser Punkt hat Striche außenrum. Da kann man schon interpretieren. Ja, und das andere haben Whirlpool und wir haben diesen Punkt mit Strichen. Das war für uns Grund genug, um zu sagen, gut, wenn wir es nicht auf Twitch packen dürfen, dann packen wir es halt auf eine scheiß Kaffeetasse. Da könnt ihr uns mal gar nichts. Genau. So, das war übrigens der letzte Stream von uns, weil demnächst sind wir gebannt. Genau. Ja, ja. Ein Regenbogenhäufchen. Der geht durch, das ist ja unglaublich. Die zweite Wasserleitung von der anderen Seite an die Kraftwerke anschließen. Ich finde die Idee super. Bis 2023. Wer ist dran? So, das Ding ist an und wird komplett geliefert. Gut, habt ihr alle ausgezeichnet Tasse geschrieben? Gucke mal. So. Gucke mal. Sehr gut. Dann. Wo ist mein Moodboard? Achso, toll, jetzt. Wir ziehen den Teilnehmer. Sven, den Tipp mit den die Wasserleitung von der anderen Seite anschließen, hast du bedacht? Nein, ich bin jetzt tatsächlich von einer Seite angeschlossen. Okay. Spielt aber keine Rolle, es ist alles komplett voll. Hier ist nirgendwo was. Also, während die sich unterhalten, ich habe einen Gewinner gezogen. Der Gewinner heißt Simi. Simi Gamer. Herzlichen Glückwunsch für die Tasse. Toll, dass du da bist. Und dann bräuchte ich einmal eine Nachricht von dir. Und dann schicke ich dir. Justin, das ist egal. Das Emoji, was du möchtest. Simi, genau. Einmal anschreiben und dann. Geht die Tasse raus. So, tatsächlich, ja. Nee. Ich habe auf der kompletten Leitung keine einzige Pumpe. Möchte ich nur mal erwähnen. Ja, und die zwei Pumpen, die auf deiner Seite sind, reichen. Ja. Auch schön. So. Schön. Ja, und hier läuft auch. So, jetzt bin ich mal gespannt, wenn ich jetzt an die Batterie schaue. Und die müssen gerade ordentlich laden. Ne, jetzt geben sie gerade. Doch, solange sie blau sind, laden sie. So. Ja, die jetzt hier blinkt bei 3%, die hier oben. So. Und insgesamt. Jetzt hat Sven endlich genug Druck auf der Leitung, ganz genau sehen. Ja, genau. Erledigt. Oh. Wie hast du denn geschrieben, Simi? Wo? Mir? Da? Hier? Hm. Steamy Gamer. Ja, geil. Ach, cool. Das geht eine Tasse nach Berlin. Das freut uns doch. Wir werden. Mein Gott, unsere Tasse wird in der Hauptstadt verwendet. Ja, es ist eine Hauptstadttasse. Yes. Genau. Okay. So, also. Markus, ich habe jetzt gerade eben mal einfach die zwei Biokraftwerke bei uns, also bei den
Dings abgeschaltet bei den Kohlekraftwerken. Okay. Und? Und wir laden immer noch. Soll ich mal das schwarz sein, wie viel hier an der Basis schnell, abschalten? Aber das wäre großartig, Demi. Auf Europareise, das Nerdsteller auf Europareise. Dann würde ich dir sogar, wenn du sowas machst, würde ich dir sogar einen Kanal machen. Wenn wir irgendwie Merch haben oder sowas oder so einen Kanal, dann können wir Nerdset alle in aller Welt und dann könnte man theoretisch von allen Usern Bilder aus verschiedenen Teilen Europas, Deutschlands und so machen. Oh mein Gott, nein, das wäre so cool auf dem Discord-Channel. Ja, irgendwie, ne? Ja. So an bestimmten Orten, die Tasse wenn's, und ein cooles genau. Bild. Oh Gott. Wenn es soweit ist, Simi, musst du auf jeden Fall Bescheid sagen, ich mache den eigenen Nerdset-Alter-Dokumentationskanal oder ich mache Nerdset-Alter aus aller Welt oder sowas. Das, wo alle User irgendwie was posten können, ist irgendwie, genau, Bilder mit der Tasse am Nordpol und in Australien andersrum und keine Ahnung. Voll geil. Also wenn, cool. Wenn ich jetzt hier die vier Biomasse-Generatoren hier oben der Basis abschalte, was ich gerade getan habe, dann fallen wir in der theoretischen Kapazität unter den maximalen Consumption-Wert. Wenn auch nur sehr knapp und im Moment wird es nicht benutzt, aber weiß nicht. Ganz im Ernst, schalte sie mal aus. Habe ich ja gerade. Sie sind gerade aus. Okay. Okay. Dass dieser graue Strich einfach nicht gut zu lesen ist, das ist wirklich. Ja, aber tatsächlich, ich glaube, jetzt sind wir auf der sicheren Seite und wenn irgendwie Spannungsspitzen kommen, puffert das die langsam ladenden Batterien ab, genau. Ganz genau. Insofern haben wir zumindest ein bisschen was jetzt geschafft in den heute. Und ich würde sagen, wenn ich auf die Uhr gucke, es ist wieder soweit. Wir verabschieden uns an der Stelle aus der Folge. Auf Wiedersehen, es war so schön. Oh Gott, es singt. Oh, die Abo. Genau. In diesem Sinne, danke fürs dabei sein. Bis bald wieder. Macht's gut. Tschüss. Schon bis zum nächsten Mal. Ciao.